Wir freuen uns darauf, für Sie dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Frank Buschmann und Manni Breukmann. Alle wollen wissen, wie ist der FC Schalke 04 heute drauf? Ja, da wird der Trainer möglicherweise einen neuen Mann bringen müssen. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. Manni, so ist das, wenn man mit Auge spielt. Attacke auf den Gegner. Pizarro. Immer weiter nach vorne in diesem Fall. Jetzt haben sie die Möglichkeit, endlich mal wieder nach vorne zu gehen. Da geht er in den Gegner rein. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Da korrigiert er sein Zweikampfverhalten. Er hat den Ball wieder. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Und jetzt haben sie... Oh, gefährlich, freier Ball. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Attacke auf den Gegner. Kleine Rangelei um den Ball. Naldo. Da geht er in den Gegner rein. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und Ivan Rakitic. Pizarro. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Hüntela. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sofort. Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter, danke. Marin. Ein Virtuose, ein Künstler, der kann alles am Ball. Und die Schalker holen sich den Ball. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Kann er sich den Ball holen? Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da ins Ausgespielt hat. Jones. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Ja, da kommt was auf uns zu. Bargfrede. Und die Schalker holen sich den Ball. Ich weiß noch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Kann er weitermachen, kann er nicht weitermachen? Mein Gott, was... Ja, das sieht man deutlich. Er kann nicht mehr weitermachen. Er muss ausgewechselt werden. Jones. Und Ivan Rakitic. Ein wunderschönes Zuspiel. Gut blockiert vom Verteidiger. Und die Situation ist bereinigt. Und Ivan Rakitic. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Einwurf. Aggressives Tackling. Und der ist alleine durch. Jetzt greift. Er wollte das ganz alleine machen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Aber jetzt ist es vorbei. Und da attackiert er ihn. Guter Schiedsrichter. Vorteil. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß.
Fritz. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Ball im Aus, gibt Einwurf. Und da attackiert er ihn. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Raul. Gut. Die erste Hälfte ist vorüber. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Buschi. Und ich bin mir sicher, es gibt ein Unentschieden. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Da wähle er jetzt. Klare Sache, Freistoß. Metzelder. Und der kommt genau an. Das muss es sein. Super Flanke, dachte ich so bei mir. Ist aber, da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Jetzt greift er den Gegner an. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Attackiert, er will den Ball. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Das hat er stark gemacht. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Bargfrede. Fritz. Da bearbeitet er den Gegner. Man weiß es ja nie so genau, aber er scheint verletzt zu sein. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Die Chance! Gut abgeblockt, die Flanke. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Und der ist drin! Was für ein Vorbild. Jetzt macht der Mannschaftskapitän höchst selbst ein Tor. Und ein schönes noch dazu, Manni. Also das war ja zum mit der Zunge schnalzen, das Ding. Ein Rückstand für den FC Schalke 04. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Pizarro. Toller Pass. Werder Bremen auf dem Weg zum Tor. Bargfrede. Geht. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Tolle Flanke. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Jetzt können sie schnell einen Angriff aufbauen. Ein so hohes und breites Tor und dann so weit daneben. Und die Schalker holen sich den Ball. Und Thorsten Frings. Raul. Geflankt hat er. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Jetzt wird gewechselt. Jones. Jendrisek. Raul. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das ist es! Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Nach diesem Zweikampf bleibt er am Boden liegen, er scheint tatsächlich verletzt.
Er geht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Hünteler. Sehr gute Flanke. Da zittert die Latte. Mein lieber Mann. Was ist das für ein Pass? Da hat es der Verteidiger nicht schwer. Und der muss drin sein. Freistoß. Das hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Und der FC Schalke 04 mit einem Mann weniger auf dem Platz. Rote Karte. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und da geht er vehement in den Zweikampf. So, das könnte jetzt dieses Spiel, es endet 1:0. Also es beleidigt meine Augen, wenn da der Beton so angemischt wird. Aber sie haben gewonnen, was willst du machen? Ja, nicht schön anzuschauen, aber überlegen und taktisch clever gemacht. Kompliment. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.